Aber bitte behalten Sie den Flughafen Tegel für immer in guter Erinnerung. Vielen Dank, dass Sie heute alle gekommen sind und dem Flughafen einen ehrwürdigen Abschied zu geben. Sie sind einfach die Besten. Willkommen hier an Bord dieses besonderen Sundair-Rundfluges über Berlin. Im Namen der gesamten Kabinenbesatzung begrüßen wir Sie zu später Stunde auf das Herzlichste an Bord unseres Airbus A320, der, wie Sie von draußen unschwer erkennen konnten, früher in den Diensten von Air Berlin und wie alle anderen Airlines auch die Geschichte unseres heutigen Startorts Berlin-Tegel maßgeblich mitprägte. Für uns die Sundair ist es der letzte Start von diesem Flughafen, gleichzeitig der Beginn eines neuen Kapitels am BER und wir freuen uns, dass wir diesen Moment mit Ihnen teilen können. Das Wetter könnte zu diesem Anlass schöner nicht sein. Es herrscht wolkenfreier Himmel und wir konnten auf dem Hinflug bereits einen atemberaubenden Blick über Berlin genießen. Freuen Sie sich auf einen einzigartigen Ausblick. Trotz des besonderen Anlasses bitten wir Sie darum, die Hygiene- und Abstandsregeln bestmöglich zu beachten und während des gesamten Fluges einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Flug auch um einen reinen Nichtraucherflug handelt und bitte vergewissern Sie sich noch einmal, dass Ihre elektronischen Geräte sich während des gesamten Fluges im Flugmodus befinden. Alle weiteren Sicherheitsinformationen möchten wir Ihnen jetzt direkt im Anschluss präsentieren, wofür wir um Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit bitten. Vielen Dank. Ich klappen die Arme herunter, öffne die Sonnenblenden und klappen die Tüchchen vor sich hoch. Na, wo bleibt ihr vor Meine Damen und Herren, das gesamte Team der Sundair wünscht Ihnen nun einen angenehmen Flug mit uns. Nicht nur aufgrund der Sicherheitsbestimmungen, sondern auch, damit Sie einen besseren Blick nach draußen haben, werden wir für den gesamten Flug das Kabinenlicht
komplett ausschalten. Schauen wir also noch einmal nach, dass Sie alle wichtigen Geräte und Ersatzakkus griffbereit haben. Und wir wünschen Ihnen nun ganz viel Spaß und genießen Sie diesen ganz besonderen Augenblick. Der letzte Start von Berlin Tegel. Schön, dass Sie heute alle gekommen sind, um ihn zu verabschieden. Das hat mich sehr gefreut. Ich selber kam auf die Idee, gegen Ende Juli diesen Flug hier zu chartern mit meiner kleinen Reiseagentur. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, ich bin sehr jung, ich bin gerade mal 18 Jahre alt. Und es ist quasi das erste Mal, dass ich hier so ein Flugzeug charter. Und Sie haben vielleicht, die Leute, die ganz am Anfang gebucht haben, haben vielleicht gemerkt, dass nicht immer alles glatt gelaufen ist. Dafür entschuldige ich mich, aber ich bin ja noch jung und lerne ja noch. Jetzt haben wir noch einen wunderschönen Ausblick über die Stadt Berlin, bis wir dann gleich am Flughafen Berlin-Brandenburg einbiegen werden, am Terminal 5 ankommen werden. Also wir werden auch beim Deboarden noch ein bisschen Zeit lassen, damit Sie noch mal ein paar Fotos machen können, die wir es jetzt im Tegel nicht geschafft haben. Vielen Dank, dass Sie bei uns hier an Bord sind, dass Sie meine Gäste sind und dass Sie so eine schöne Truppe sind. Dafür wollte ich mal ganz doll Danke sagen. So, nochmal zum Abschied hier heute an Bord entsprach Ihrem Air Berlin Service.
Probleme machen, ja. Sobald sich eine Tür schließt, geht eine andere auf. Tegel sagt Tschüss, der BER sagt Hallo. Herzlich willkommen auf unserem neuen Hauptstadtflughafen, dem BER. Wir hoffen, dass Ihnen der Ausblick über Berlin bei Nacht genauso gut gefallen hat wie uns und dass Sie viele schöne Eindrücke sammeln und festhalten konnten. Nicht nur für die Sundair, sondern auch für uns persönlich beginnt damit ein neues Kapitel Luftfahrtgeschichte. Wenn wir Sie von uns überzeugen konnten, freuen wir uns, Sie auch bald einmal in den Urlaub fliegen zu dürfen. Wir möchten Sie an dieser Stelle von allen Gästen noch einmal recht herzlich verabschieden. Bitte vergewissern Sie sich noch einmal, dass Sie keine persönlichen Gegenstände hier bei uns heute an Bord vergessen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen verbleibenden Abend, einen schönen Sonntag sowie eine schnelle und sichere Heimreise. Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich aus. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Thank you.
Deswegen, sonst hätte ich es auch nicht gesehen.